Yo, Leute, was geht ab? Ich habe hier tatsächlich das Fischspiel wieder mitgebracht, aber ich habe euch ein bisschen was zu erzählen, okay? Erstens haben wir hier immer noch Halloween-Challenge stehen, warum auch immer. Aber was nochmal interessanter ist, dass wir heute auf jeden Fall das schaffen werden, was wir vorhatten, denn ich habe 1000 Münzen. Das Ding sieht so aus, okay? Ich kann euch mal kurz erklären, was nämlich in der letzten Folge passiert ist, denn dort habe ich es tatsächlich geschafft, einen Hai zu besiegen, ohne zu cheaten. Das Problem ist aber, das Spiel hat mir trotzdem die ganze Zeit gesagt, dass ich ein Cheater bin und hat mir deswegen nicht die Möglichkeit gegeben, neue Fische freizuschalten. Das heißt also, ich war nicht in der Lage, neue Fische freizuschalten, weil ich nämlich schon davor gecheatet habe. Spielen wir einfach mal einen Ghost Shark. Den hatten wir, glaube ich, wirklich noch nie. Oder? Ja, ich denke schon. So, spielen wir mal so einen kleinen Ghost Shark und gucken mal, was die hier machen. Die wohnen nämlich hier auch nämlich immer weit unten, ne? Das Ding sieht nämlich so aus, okay? Ich habe also sozusagen das Problem gehabt, dass ich die ganze Zeit im Cheater-Modus war, okay? Und dieser Cheater-Modus, wenn man den einmal verwendet hat, dann kann man keine anderen Fische mehr freischalten, ne? Und das ist natürlich absolut ätzend. Und ich musste dann natürlich überlegen, ja gut, ich möchte aber trotzdem gerne alle anderen Fische bekommen. Oh, was sind das denn für kleine, bunte Dinger hier? Das sind so... Das sind Quallen! Oh mein Gott, wir essen Quallen. Seit wann haben Quallen Fleisch eigentlich innen drin? Das Ding sah dann so aus, dass ich mir nicht mehr sicher war. Oh, den kann ich mir hier gönnen nochmal kurz. Da habe ich mir jetzt nochmal zwei gegönnt. 59 EP für einen kleinen Anglerfisch. Ich höre böse Musik. Warte. Wer greift uns an? Irgendwas Böses ist hier in der Nähe, sonst würde... Ah, da sind noch mehr Anglerfische. Okay, greifen wir mal hier noch einen Anglerfisch an. Die Anglerfische geben nämlich richtig viel XP und sind tatsächlich sehr, sehr leicht zu besiegen. Okay, ich erzähle weiter. Ich gehe weg von hier. Schnell raus hier in die helle Helligkeit des Hellentums. So, was ich natürlich dann machen musste, ist, ich habe das Spiel einfach umprogrammiert. Ich habe mir aus den Dateien vom Spiel eine kleine Datei rausgeholt. Und diese kleine Datei sagt sozusagen, ob man cheatet oder nicht. Also bin ich in diese Datei reingegangen und habe reingeschrieben und habe diese Zeile Code, wo drin steht, dass ich gecheatet habe, einfach gelöscht. Und habe dafür gesorgt, dass wenn wir jetzt nämlich U und L drücken und cheaten, dann komme ich hier ganz viele Level nach oben. Und guck mal oben rechts, bei den Münzen davor stand immer Cheater dran oder Cheated oder sowas. Das habe ich jetzt aber so umprogrammiert im Zeilencode vom Spiel selber, dass es das einfach nicht mehr gibt. Das heißt also, wir können jetzt cheaten und das Spiel denkt, dass wir nicht cheaten. Das heißt also, wir können jetzt ohne Probleme jegliche Fische angreifen und alle Erfolge heute machen. Das Interessante hierbei ist natürlich, dass wir jetzt natürlich ein bisschen schneller vorankommen und wir jetzt nicht mehr die ganze Zeit als kleiner Fisch immer neu anfangen müssen, ne? Sondern wir können jetzt wirklich alle Tiere gleichzeitig freischalten, ne? Und das macht das Spiel, glaube ich, erst aus. Sonst würdet ihr mir die ganze Zeit zugucken müssen, wie ich die ganze Zeit als kleiner Fisch versuche, große Fische zu töten. Und das macht nach einer Zeit keinen Spaß. Deswegen wechseln wir hier gleich mal den Fisch. Und zwar möchte ich nämlich kurz einen Fisch vorstellen, den ich schon mal probiert habe. Und zwar den Megalodon. Den hatten wir nämlich besiegt gehabt beim letzten Mal. Und jetzt können wir ihn endlich spielen. So, mit einem anderen Megalodon, also unserer Frau. Das ist einfach unsere Frau, mit der wir hier chillen. Die will uns die ganze Zeit... Ah, was war das? Hören Sie zu, Werte. Sag mal, bekämpfen die sich gegenseitig? Diese Megalodons haben, glaube ich, nichts anderes zu tun. Okay, wir spielen jetzt einen wahren Megalodon, wobei ich nochmal kurz nachsehen wollte. Der hat keine anderen Sachen, das heißt also, er ist nur ein Megalodon und er hat... Oh, was war das denn? Was war das denn? Okay, ich kann ich mich jetzt hier... Oh, ich habe mich jetzt selber gerade gegessen. Sehr, sehr komisch. Okay, da liegt noch ein bisschen Fleisch von mir und tatsächlich ein bisschen Fleisch alleine vom Megalodon bringt schon 1000 EP. Das ist natürlich crazy und damit haben wir eigentlich schon einen der stärksten Haie hier. Aber es gibt natürlich noch einen spezielleren Hai und den müssen wir heute suchen. Es gilt nämlich heute, den wahnsinnigen, atemberaubenden, weißen Hai zu besiegen, okay? Das heißt also, wenn wir in der Lage sind, den weißen Hai zu besiegen, sind wir auch in der Lage, den Roboterhai zu spielen. Darauf bin ich schon ganz gespannt und ich habe schon richtig Lust darauf. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal einen weißen Hai. Oder die Muräne. Oh mein Gott, die Muräne. Die Muräne kann man auch angreifen. Ich bin ein bisschen Level abgegangen und greife jetzt die Muräne hier an. Das ist die da. Die können wir auch freischalten. Wenn wir die nämlich bekommen, bekommen wir ebenfalls einen Erfolg. Wir müssen nur dranbleiben. Das ist ein prähistorischer kleiner Fisch, den wir uns nur schnell snacken müssen. Er hat sehr viel Leben. Oh, er hat uns gerade einen riesen Biss verpasst mit 2000 Damage. Okay, wir haben ihn auf den Rücken gelegt. Okay, komm, bleib dran. Ja! Yeah!
Achievement unlocked. Wir haben ihn besiegt. Okay, das ist jetzt der Cretaceous Reptil, den wir da freigeschaltet haben. Der hat extrem viel Leben und man kriegt den kaum weg. Aber jetzt haben wir ihn geholt und das hat sich jetzt schon mal gelohnt. Der Megalodon erlebt. Okay. Oh, Junge. Wir können theoretischerweise auch, da er gerade nicht da ist, können wir nochmal kurz den anderen Fisch spielen. Und zwar den Prokatodon. Den haben wir gerade eben gespielt. Und der ist in der Lage, auch 300% Schaden zu machen. Mir ist das nämlich auch aufgefallen. Übrigens, wir können auch ein Krokodil spielen übrigens. Ne? Wir haben hier so ein krokodilartiges Ding. Das haben wir auch schon freigeschaltet. Sieht auch sehr cool aus. Das hat tatsächlich die Möglichkeit, länger zu beißen. Aber wir können nochmal den Prokatodon hier spielen. Der kostet 250 Münzen. Ich weiß halt nicht, ob der schneller ist, ja? Aber der ist definitiv in der Lage, einen weißen Hai anzugreifen und ihn auch zu besiegen, okay? Ja. Das ist ein sehr, sehr langsamer Fisch. Ich würde mir gerne lieber einen schnelleren Fisch wünschen, ne? Also wählen wir nochmal kurz einen Fisch-Select aus und nehmen wir hier den Krokodils-Dings hier. Der sieht eigentlich auch ganz interessant aus. Den haben wir auch noch nicht gespielt. Oh, Alter, was ist denn das für einer? Crazy. Okay, mit dem haben wir die Möglichkeit, länger zuzubeißen. Und der leuchtet ja richtig. Okay, und der startet auch relativ weit oben. Ist ein bisschen wie so ein Krokodil, finde ich. Aber auch sehr langsam im Schwimmen. Okay, dann würde ich sogar sagen, machen wir das lieber so, dass wir uns das Leben einfach leicht machen, ne? Und wir uns lieber einen Ghost Shark nehmen, ja? Oder sagen wir einen Blacktip Shark, weil die sind nämlich am schnellsten im Schwimmen. Und damit können wir am schnellsten einen weißen Hai finden, ne? Oh mein Gott, das ist ja einfach Fleisch zum Aufessen. Das ist einfach ein Buffet hier vorne. Guckt euch das an. Aber das ist auch kein weißer Hai. Das ist auch eher ein Tigerhai, glaube ich. Ja, ein bisschen größer ist er schon, aber das ist ja hier Essen, was man sich teilen kann. Der wird ja jetzt nicht uns angreifen, sondern der hat ja genug zum Essen. Alter, selbst dieses Fleisch muss man richtig zerstückeln, damit man das essen kann. Das dauert ja Ewigkeiten, bis man da was gegessen hat. Ich nehme mal ein paar Level hoch so. Ja, dann ist das hier, glaube ich, schon mal ein bisschen leichter, das hier runter zu schlucken. Aber es ist auch nicht genau das, was wir brauchen. Weil das ist ja auch kein weißer Hai, oder? Ist es ein weißer Hai? Ich denke nicht. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. Oh. Ich gehe ein paar Level hoch. Ich level ab, ich level ab. Das ist ein weißer Hai. Oh, ich level die ganze Zeit. Ich bin gestorben. Das war ein weißer Hai. Ich habe die ganze Zeit neben einem weißen Hai gechillt, ohne es zu merken. Nein. Okay, ich brauche was anderes. Ich brauche einen Megalodon. Mit dem Megalodon schaffe ich auf jeden Fall den weißen Hai. Das ist so, das ist viel leichter. Warum habe ich das nicht schon von Anfang an gemacht? Da ist er, der weiße Hai. Das ist er doch, oder? Das ist er, glaube ich. Das ist er. Das ist er nicht, oder? Das ist einfach nur irgendein Hai. Mist, das war nicht der richtige Hai. Jetzt habe ich ihn gegessen. Oh nein, der Arme. Wo ist der weiße Hai? Okay, Leute, ich habe ihn gefunden. Ne? Er schwimmt direkt über mir. Und ich habe jetzt einen anderen Fisch ausgewählt und gehe jetzt auf die maximale Größe zu, dass ich diesen riesen weißen Hai jetzt angreifen kann, um ihn zu besiegen. Ich zoome nach außen, damit ich mehr Größe bekomme und ich gehe in den Kampf los. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich mich befinde. Oh, ich kann gar nichts mehr sehen. Ich muss ein bisschen weiter so. Und da ist er. Ja! Es war nur ein Biss. Der König des Ozeans! Das war nur ein Biss. Ich habe ihn so lange gesucht, Leute. Ich habe ihn so lange gesucht. Und ich habe ihn endlich gefunden. Und jetzt können wir endlich das tun, was ich die ganze Zeit schon tun wollte. Und zwar den großen weißen Hai. Was? Merry Christmas? Dafür braucht man noch einen... Ein Achievement Merry Christmas. Oh, jetzt muss ich gucken, wie ich das bekommen kann. Da ist er, der Roboterfisch. Wir haben ihn endlich freigeschaltet. Leute, es war so viel Arbeit, den freizuschalten. Ich musste das Spiel die ganze Zeit patchen, aber jetzt haben wir ihn, den Roboterhai. Und das Allerbeste ist, ich habe sogar noch mehr Haie und noch mehr Fische installiert, die ich euch gerne nochmal in einer anderen Folge gern zeigen würde.
deswegen, falls ihr gerne mehr Fische sehen wollt, wie zum Beispiel diesen Roboterfisch, der übrigens sehr, sehr brutal ist, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Der Roboterhai ist sozusagen der weiße Hai, aber nur als Roboter. Und man kann ihn tatsächlich genauso benutzen wie jeden anderen Fisch auch. Wir können mal gucken, wie viel Schaden er eigentlich macht, wenn wir jetzt tatsächlich jemanden angreifen. Sprich also, wenn wir hier mal in die ganze Menge voller kleiner Fische reingehen, ist er natürlich ähnlich wie der Hai, weiße Hai verhält er sich, sodass er sozusagen nicht loslässt, sondern er beißt einmal zu und danach reißt er die ganze Zeit. Das Ganze ist jetzt dadurch möglich gewesen, dass ich das Spiel nochmal umprogrammiert habe und ich habe jetzt einfach alle Fische freigeschaltet, sodass wir uns mal alle Fische in der nächsten Folge in Ruhe ansehen können. Und hier sehen wir auch der Roboterhai. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, der hält denjenigen sogar komplett fest und isst alles komplett auf. Oh Junge, schade, dass er leider aber kein Turbo-Boost oder sowas hat. Aber falls ihr gerne mal einen Laser sehen wollt oder sowas, dann schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein, denn in der nächsten Folge werden wir auch mit Lasern schießen und andere Fische ausprobieren, denn ich habe nämlich super... Oh, warte mal, der kämpft... Da wurden wir besiegt. Okay, das heißt, der Roboter ist tatsächlich nicht am besten. Aber, falls ihr mal reinsehen wollt, wir haben jetzt ganz viele neue Fische auch freigeschaltet. Und zwar auch leuchtende Fische. Und alles Mögliche, was jetzt noch nicht da war, wurde jetzt alles freigeschaltet. Aber da schauen wir auf jeden Fall mal rein, wenn wir Zeit haben. Meine werten Damen und Herren, bitte gebt einen Daumen nach oben für diesen ganzen Aufwand. Ich musste dieses Spiel etliche Male neu programmieren, damit ich alles freischalten kann. Aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt konnte ich euch alles zeigen. Und in der nächsten Folge können wir uns alles endgültig komplett zum Schluss ansehen. Alle Fische, die es gibt, alle Sonderfische, alle Eventfische, alle Fische, die es jemals gegeben hat, die cool sind, können wir uns gemeinsam ansehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder. Haut rein, Leute. Ciao.